Tag an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich freue mich, Ihnen heute natürlich auch im Namen von FX Flat ein Webinar mit Options for Winners präsentieren zu dürfen. Erstmal vorab, ich hoffe, ich bin gut zu hören. Sollte irgendwas nicht funktionieren, dann kurz in den Chat schreiben. Bildton großartig, finde ich klasse. Danke, Dirk. Wie man ein regelmäßiges Einkommen mit Optionen erzielen kann, wird Ihnen der Fachmann für dieses Thema, Thorsten Ebert, erläutern. Bevor wir jedoch starten, noch einige Hinweise in eigener Sache. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Das heißt also, wir sprechen keine Handelsempfehlungen aus. Ne? Und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. So, Thorsten ist startklar. Absolut, absolut. Und ich übergebe. Dann wünsche ich allen Teilnehmern viel, viel Spaß. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Ja, willkommen wieder mal bei einem Webinar der Webinarreihe Regelmäßiges Einkommen durch Optionen erzielen. Das, was wir ja wöchentlich machen wollen, ist ja sozusagen aufzeigen, was für Optionen man mit Optionen hat, um schlussendlich auch ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen. Es kommen im Nachgang an diese Webinare natürlich immer wieder Fragen auf mich zu. Wir haben ja auch ein Club, da werden die Fragen natürlich auch sofort geklärt. Hier müssen wir leider ein bisschen warten. Ja, das heißt, einmal die Woche bin ich bei FX Flat zu Gast. Dankenswerterweise habe ich die Möglichkeit, ja, meinem Ziel Folge zu leisten, und zwar den Optionshandel salonfähig zu machen, wie ich das ja auch in meinen YouTube-Videos zu Beginn immer sage. Für all jene, die mich noch nicht kennen hier, ich bin dieser Mann mit der Fliege, Options for Winners. Einmal die Woche mache ich auch ein YouTube-Video, also einfach bei Options for Winners hier in die Suchleiste eintragen, dann werdet ihr auch fündig. Aber was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich auch das, was man außerhalb von YouTube hier mit Options for Winners machen kann. Primär ist das unser Club für den Optionshandel. Das heißt, wir haben einen Optionshandel-Club mit dem Ziel, ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen, und zwar mit einem überschaubaren Drawdown. Was wir hier auf der Homepage sehen können, optionsforwinners.de/club, ist auch unsere Leistung, also unsere Performance, die wir mit unseren Club Trades erzielen. Ganz, ganz wichtig, und das möchte ich auch hier nochmal kundtun, das ist kein Signaldienst. Also ein stupides Nachtraden ist hier nicht gewollt. Ja? Das ist etwas, woran man sich orientieren kann, von dem man lernen kann, weil das Ziel unseres Clubs ist, dass jedes Clubmitglied nach der Clubzeit sozusagen komplett eigenständig und nachhaltig erfolgreich selber traden kann. Ja, wir haben zwar eine extrem hohe Treuequote, weil wir halt auch regelmäßig mit Webinaren im Club dort aufschlagen. Das heißt, wir haben normalerweise dienstags für die Anfänger ein Webinar, obwohl Anfänger relativ schwammig ist. Zu Anfängern gehören meines Erachtens mehr Leute, als mehr von sich vielleicht meinen. Dann haben wir mittwochs jetzt mit Martin Luschek einen Experten für Trading GmbH, für, ja, ich sag's mal so, kompliziertere Trades. Da geht es auch ums Hedging beispielsweise. Und dann Donnerstag unser Clubtreffen, da besprechen wir unser Clubdepot und wir diskutieren Trade-Ideen von Clubmitgliedern. Es ist also sehr, sehr interaktiv und viel Austausch. Das ist, denke ich mal, der Mehrwert hier. Und den Preis, den kann man hier halt auch sehen, und das ist für ein Jahr. Ja, und jetzt muss ich mal ganz, ganz ehrlich eine Lanze brechen, und zwar für FX Flat. Wenn ihr euch schon entscheidet für den Club und ihr habt noch keinen guten Broker, ja, aber auch unabhängig von meinem Club, dieser Broker ist empfehlenswert, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Und dann bekommt ihr bei der Kontoeröffnung 2 Monate verlängerte Clubmitgliedschaft dazu. Das heißt, ihr zahlt für 12, bekommt aber 14 Monate, und die 14 Monate sind dann immer wieder bei der Verlängerung. Also wer länger da bleibt, der hat natürlich dann noch einen größeren Nutzen davon. Also das sind die Dinge, die wir machen. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass man jetzt hier einfach was nachtradet.
Zu Beginn der Clubzeit hatten wir auch noch gar keine Trades. Jetzt machen wir es, damit halt auch diese Pläne umgesetzt werden. Was heißt Pläne? Wir versuchen natürlich, unser Einkommen zu planen. Ja, das ist ja genauso, wenn ihr jetzt zu eurem Arbeitgeber geht, bekommt ihr hoffentlich einmal im Monat euer Gehalt. Und genauso ähnlich wollen wir es halt mit dem Optionshandel machen, dass das was Planbares ist. Ja, dass das jetzt kein Münzwurf ist, um zu schauen, kriege ich heute oder kriege ich morgen unser Geld. Nein, wir versuchen natürlich mit Struktur eine vereinnahmte Prämiengenerierung zu schaffen. Also das soll schlussendlich auch mitunter ein Ziel des Clubmitglieds sein, weil dann kann man das auf gut Deutsch laufen lassen. Ich bin ein Freund vom System, ja, also ich bin ein richtiger Systematiker, sprich ich suche nach allem, was wiederholbar ist. Und wenn das wiederholbar ist, systematisiere ich es in Form von Strategien und Regelwerken. Und im besten Fall muss nichts abgeändert werden, sondern ich kann immer wieder das gleiche Spiel spielen und bekomme immer wieder die gleiche Prämie, mehr oder weniger. Ja, also das hängt natürlich mitunter vom Markt ab und der Markt, der ist halt auch was Komplexes. Und die Komplexität, die bekommt man natürlich nur verstanden, indem man sich halt auch mit dem Markt beschäftigt. Und wir haben es relativ einfach gemacht und ich wechsle jetzt auch direkt zu dem Markt. Wir gucken uns mal an, wie es jetzt aussieht. Wie immer sind wir hier in der TradingView. Das ist ja eine Online-Chart-Plattform. Die kann man kostenlos nutzen. Will man jedoch mehrere Indikatoren hier integrieren, dann muss man eine bezahlpflichtige Version nehmen, was schlussendlich auch der Grund mitunter für das Programmieren dieses O4Best-Indikators war, weil dieser eine Indikator, das heißt, da habt ihr nur einen Platz von den zwei kostenlosen, die ihr zur Verfügung habt, mit verbraucht, aber dieser eine basiert schon auf 5 Subindikatoren. Das heißt, ihr bekommt mit diesem Indikator mehrere Subindikatoren, verbraucht aber nur eine Kapazität. Das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Das ist die eine Story. Die andere Story, und die ist wahrscheinlich noch wichtiger. Was sagt dieser Indikator eigentlich aus? Und wir können schon sehen, normalerweise kennt man grüne und rote Kerzen. Grün für An, rote für Abstiege. Hier haben wir 3. Das heißt, wir haben noch eine weiße Farbe. Und das ist wie folgt. Die grüne Farbe, das ist bullisch. Die weiße ist neutral und die rote ist bärisch. Und sobald sich ein Kreis neu entwickelt, sprich wie hier, dass wir dann ein rotes Open bekommen, das heißt, hier beginnt für uns sozusagen der bärische Kreis. Hier ist unsere Aufgabe, entweder zu schauen, dass wir unsere bullischen Trades eventuell runterfahren, ausschalten oder falls nötig ein Hedge eröffnen. Ja? Und dafür nutzen wir diesen O4W Best Indikator. Für all jene, die viel Komplexität wollen, sind hier absolut falsch, ja? weil hier versuchen wir wirklich alles, ja, ich sage es immer so gerne, come to the point. Ja? Das heißt, dass wir das versuchen, auf den Bierdeckel zu bringen. Ja? Der Bierdeckel hat natürlich einen Nachteil, der hat nicht viel Platz. Und dann kann es natürlich sein, dass die ein oder anderen wichtigen Dinge da nicht berücksichtigt werden. Ja, das ist klar. Man kann alles komplexer machen, aber ich sage es immer wieder, solange man im Kern, im Wesentlichen richtig liegt, dann würde ich immer den einfachen Weg bevorzugen. Und der Grund ist nicht nur der, dass einfach auch weniger Zeit kostet, sondern der Grund ist natürlich noch einer, dass man, wenn es einfacher ist, auch weniger Herausforderungen hat, etwas zu tun. Ja, ich kann es nur mal ganz kurz aus einer Story in meinem Leben, in meinem früheren Leben, als ich noch nicht voll selbstständig war, da war ich in Süddeutschland in einem kleinen Unternehmen und da sagte die Geschäftsführung, wir haben eine hohe Ausfallquote, die Mitarbeiter, die sind nicht mehr motiviert, der Betriebsrat, der klopft jeden Tag an die Tür, das liegt ja hier am Markt, ne? Können Sie mal den Markt analysieren, von wegen, was müssen wir machen, wir brauchen vielleicht eine neue Aufstellung der Produkte etc. Das war nicht der Punkt.
Der Punkt war einfach, die Leute saßen alle in einem Großraumbüro und bekamen zu Beginn, also schon vor dem sie an ihrem Schreibtisch saßen, eine so hohe Anzahl an Ordnern auf den Schreibtisch gestellt, ja, dass die sozusagen nichts anderes mehr sehen konnten als die Ordner. Sie waren im wahrsten Sinne des Wortes overloaded. Und diese Overloading hat dazu geführt, ja, dass die erstmal rausgingen, weiß ich nicht, quatschen, eine Zigarette rauchen, aber nicht arbeiten. Und schlussendlich war die Lösung wie folgt. Man hat es portioniert. Man hat die Ordner, das kann man sich wirklich auch schön bildlich vorstellen, nicht auf einmal, sondern in vier Häppchen verteilt. Und das hatte folgenden Grund, warum das auch erfolgreich war. Erstens, man wusste, wenn man davor steht, man schafft's. Zweitens, wenn man es geschafft hat, hat man Erfolge. Und diese Erfolge, die sind zwar klein, aber die summieren sich. Und der Mitarbeiter ist zufrieden und geht sozusagen erfolgreich aus dem Bürotag. Und das ist etwas, was wir hier komplett genauso machen. Und da gehe ich jetzt einfach mal, habe ich das hier geöffnet? Nee, habe ich nicht. Mache ich mal, ich gehe mal einfach in die Club Trades ein. Und da können wir eine Analogie erkennen, also das, was wir hier auch machen. Das sind nämlich die kleinen Brötchen, die wir backen. Ja, diese kleinen Gewinnerbrötchen. Und wenn die mehr und mehr werden, ist das echt Hammer. Und wir gehen jetzt hier einfach mal rein und dann gucken wir uns das mal hier an. Ja, und dann sehen wir hier, was das teilweise für kleine, mühselige Schritte waren, aber immer wieder weiter, immer wieder weiter. Man sieht den Berg am Ende, also die Spitze. Und die Spitze ist ja die 12% im Jahr. Und das habe ich ja hier auch gekennzeichnet. Das sind die 12%, die wir im Jahr haben. Und wir machen es in kleinen Schritten, indem wir sagen, nee, 12%, das ist nicht das, worauf ich jetzt blicke. Ich blicke auf die 1%, auf die 1% Vereinnahmung der Prämie. Das heißt, wenn wir, wie es hier in dem Fall ist, mit einem 30.000er Depot anfangen, ist unser Ziel 300. Und wenn man das Ziel erreicht hat, dann ist das etwas, was einen zufrieden macht. Und wenn man das mehrere Monate hintereinander schafft, dann könnt ihr gar nicht glauben, was das für ein Motivationsschub ist. Und wenn man das natürlich immer und immer und immer wieder schafft, dann ist man dabei, diesen Prozess, diesen simplifizierten Prozess, diesen einfachen Prozess zu skalieren. Sprich, dann gehen wir vielleicht höher von 1% auf 2% im Monat als Beispiel. Und deshalb ist diese KISS-Methode nicht diese KISS-Methode Keep it simple and stupid, sondern Keep it simple and scalable. Ja, simpel, einfach in der Umsetzung. Der wesentliche Teil soll so sein. Es darf nicht jeden Tag Kopfzerbrechen machen. Oh, wie war das nochmal? Anspruchslos soll es auch nicht sein. Aber auf der anderen Seite sollen das natürlich Möglichkeiten sein, die wir auch skalieren können. Das heißt, dass wir das natürlich mit den gleichen Anzahlen von Strategien in mehr Trades umsetzen können. Ja, das sind natürlich solche Punkte, die man braucht. Und ich denke, das ist eine große Stärke, die wir im Club haben, die ich auch von mir behaupten kann. Das ist auf der einen Seite der Weitblick, ja, zu gucken, von wegen, ist das eine Strategie, ist das ein System, was auch langfristig hält. Und zum anderen die Kurzsicht. Ist das auch jetzt machbar? Und das zusammen, wenn das harmoniert, ist das eine tolle Sache und die kann man halt, wie gesagt, lernen. Wir gehen hier zurück. Wir sind jetzt hier noch immer bei dem Indikator und wir sehen ja hier haben wir das grüne Open. Wir haben hier drei Linien. Die drei Linien sind auch im O4W Best Indikator inkludiert. Das ist die 200er Tage einfacher Durchschnitt, Simple Moving Average 200 Tage. Dann haben wir die Exponential, also die Exponentiale, gleitende Durchschnitt für 20 und für 50 Tage und die haben wir hier alle wieder jetzt überschritten. Das heißt, wir haben die 200 Tage, die haben wir hier. Dann ist schon von der roten in die weiße Kerze. Da waren wir schon eher im neutralen Bereich, aber der bärische Kreis ist noch nicht geklost. Und dann waren wir hier oberhalb der 20, jetzt sind wir hier 50, jetzt sind wir hier oberhalb der EMA 20, 50 und der SMA 200 und es sieht hier ganz okay zurzeit aus. Und jetzt, liebe Freunde des Optionshandels, ganz interessant für mich ist ja meine wirkliche Kernstrategie. Das ist die Brot- und Butterstrategie. Das ist die Strategie mit den kleinen Brötchen gerade aufgezeigt, die ich natürlich versuche immer wieder zu machen. Und
Wenn ich mir mit der, wenn ich die Brot- und Butter-Strategie starten möchte, dann mache ich das allererste, ich gucke mir diesen Markt hier an. Der S&P 500 ist für mich Benchmark zum Markt. Also wenn ich von Markt rede, rede ich hier von diesen 500 amerikanischen Unternehmen. Und der nächste Grund, beziehungsweise der nächste Punkt ist für mich die VIX-Terminstrukturkurve. Ja, wir gucken uns aber zuerst hier die verschiedenen Volatilitätsindizes an. Die meisten kennen den VIX. Ja, das ist ja die Bepreisung der Optionen auf den S&P 500. 27 bis 32 Tagen, wird immer auf 30 Tage kommuniziert, ist ja auch richtig, also für 30 Tage. Aber wir haben ja auch noch Indexe, die kürzer laufend sind. Da haben wir zum Beispiel den 9 Tage. Der ist kürzer, ist nur 9 statt der normale VIX mit 30 Tagen. Und gesund ist es natürlich, wenn wir hier den 30 Tage höher ist als der 9 Tage. Wir erinnern uns an die VIX-Terminstrukturkurve. Ja, da sind die ganzen Futures auf den VIX im besten Fall so. Unterschiedliche Laufzeiten. Und je weiter es weg ist, umso teurer wird es. Ja, weil je weiter in der Zukunft, umso weniger viel können wir ja sehen. Ja, es ist weiter weg, wir können weniger sehen. Deshalb sagen wir, das Risiko ist größer, je weiter es weg ist. Das ist der normale Case, also der normale Fall. Jetzt kann es aber natürlich auch so sein, dass jetzt hier plötzlich was passiert. Gehen wir mal davon aus, China, Taiwan hätten ein Problem. Oder es wird sich jetzt hier verfestigen, das Problem. Dann ist es einfach so, dass die Leute sagen, pass mal auf, ich muss mich jetzt absichern. Und dann gehen die Preise für die kurzfristigen höher. Die danach, die ziehen später dazu. Und dann entwickelt sich das, man nennt es hier, die originäre, die gesunde Kurve, nennt man Contango, dann entwickelt sich das zu einer Backwardation. Ja, und die Backwardation sagt nichts anderes aus als, das Feuer steht direkt vor der Tür, wir müssen was tun, Not am Mann. Und hier brauchen wir sozusagen dann auch das entsprechende Repertoire, um damit umzugehen, um zu wissen, was man macht. Viele und dazu zähle ich mich natürlich auch, machen Trades, die sehr riskant sind. Ja? Und diese risikoreichen Strategien, wenn man sie nicht richtig portioniert, das heißt beispielsweise Positionsgröße, ja, entsprechend des jeweiligen Depots vielleicht nicht risikokonform, oder vielleicht auch einfach zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Weil wir wissen ja eins, die Volatilitäten sind mitunter preisbestimmend. Und wenn wir Optionen verkaufen, wollen wir ja immer gerne teuer verkaufen und günstig kaufen. Wenn jetzt aber die Vola niedrig ist, dann verkaufen wir ja nicht wirklich teuer. Und wenn wir nicht wirklich teuer verkaufen, ist es ja auch schwieriger, günstig zu kaufen. Sprich, das Risiko, obwohl Vola niedriger ist, ist trotzdem größer, weil die Wahrscheinlichkeit auch größer ist, dass die Vola dann steigt. Und das ist dann ein, ja, ich sag's mal so, eine Herausforderung, wie man es macht, ja, indem man beispielsweise, so sind wir jetzt auch dabei, bei manchen Strategien gilt leider nicht für alle, weil 20 gar Verlustverrechnung, das ist ja leider etwas, was wir hier in Deutschland haben und wahrscheinlich auch behalten werden, zumindest in der nächsten Zeit, sage ich mal. Die Wahrscheinlichkeiten sehen auf jeden Fall nicht so aus, als dass sich da was ändern wird. Und was wir beispielsweise machen, ist, wenn wir bestimmte Trades eingehen, dass wir auch schon gleichzeitig, falls Risiko groß, eine Absicherung vornehmen. Ja, ich sage es nur mal am Beispiel, das ist das, was Martin, also jetzt hier der Kollege, der bei uns mittwochs seine Meetings hält, der Martin Luschek, der hat jetzt hier eine ganz tolle Hedging-Strategie entwickelt für einen 9-Tage Iron Condor. Das heißt, das ist eine Strategie, die nur 9 Tage geht und dafür haben wir halt Ratio Backspreads auf Call und Put-Seite, klingt alles kompliziert, so einfach ist das auch nicht, aufgemacht. Und damit kann man auf gut Deutsch die Ober- und die Unterseite auf jeden Fall absichern und das nicht zu einem so hohen Preis. Schlussendlich
bekommt man dann Profit, hat dann aber auf jeden Fall nicht dieses Risiko, wenn es mal stark oben durchschlägt oder stark unten durchschlägt, dass es dann zu hohen Verlusten kommt. Und da wollen wir ja raus, weil wir sind ja wieder an dem Punkt, wenn wir nach oben skalieren, dann ist das alles schön und gut. Ich habe es ja schon mal gesagt, so 3.000 Dollar die Woche verdienen, das ist natürlich mit einem größeren Konto auf jeden Fall alles machbar. Aber immer die Frage, zu was für einen Preis. Ja, und wenn der Preis zu hoch ist, dann macht man es nicht. Wenn man aber trotzdem sagen will, ich mache es, dann brauche ich einen Anschnallgurt, dann brauche ich einen Airbag, dann brauche ich auf jeden Fall, was mich absichert. Und da komme ich natürlich an dieser ganzen Hedging-Sache nicht vorbei. Wenn wir jetzt aber noch mal kurz hier zurückgehen, also die Volatilitäten, die sehen gut aus. Wir haben keine Backwardation. Hier kann man sehen, hier hatten wir eine Backwardation. Ja, hier war es halt ein bisschen angespannt. Ja, das, was wir hier sehen, kriegt man ja als Clubmitglied zur Verfügung gestellt. Aber auch wenn du kein Clubmitglied bist, kannst du das hier jeden Morgen über die Stories von meinem Instagram-Account dir anschauen. Ja, also das kann man hier machen. Dann sieht man auch, wir haben theoretisch, was ist theoretisch? Wir haben 9 Panikzeichen und diese 9 Panikzeichen zurzeit ist nur die inverse Zinskurve rot. Ja, in den letzten Wochen war da schon die VIX-3-Punkte-Umkehr, der Volatilitätsindex, die VIX-3-MVIX-Ratio waren rot. Also da hatten wir schon etwas, aber diesen Bereich hier, ja, da waren wir noch lange von weg. Also wir waren wirklich noch lange von diesem roten Bereich weg. Das heißt, so, ich sag's mal so, so panisch war es noch nicht, weil wenn es jetzt hier beispielsweise bei 8 wäre, dann wäre das für mich der Zeitpunkt, jetzt gehe ich wirklich als Optionsverkäufer rein. Und das klingt vielleicht ein bisschen widersprüchlich. Wie kannst du denn jetzt reingehen, wenn jetzt alle schreien, ja, und überall Panik ist? Ja, eins dürfen wir nicht vergessen. Zu dem Zeitpunkt sind natürlich auch die Volatilitäten sehr hoch. Volatilitäten sehr hoch heißt eine sehr gute Prämie. Das heißt, jetzt in dem Moment, wenn das der Fall ist, kann ich richtig teuer verkaufen und werde wahrscheinlich, und das machen wir auch grundsätzlich bei unseren Wohler-Strategien, von dem Rückgang der Volatilität profitieren und somit auch schlussendlich einen Profit machen. Das war auch ein Beispiel bei dem letzten Crash Corona der Fall. Ja, wenn man sich das nochmal hier kurz anguckt. Ja. Also hier waren die Volatilitäten noch sehr hoch. Also hier haben wir dann halt auch gesagt, also von wegen, wenn du hier reingehst, das ist natürlich ordentlich. Aber selbst jetzt unabhängig davon, wenn man hier reingeht, und ich nehme jetzt einfach mal den VIX dazu, ja, nehmen wir mal den VIX dazu, das ist ja der 30 Tage, mache ich einen neuen Bereich. So. Und da kann man das ja sehen, was wir hier für hohe Volatilitäten hatten, für einen hohen VIX. Ne, der VIX ist ja, ne, wenn man das jetzt mal ein bisschen nach oben zieht, da kann man es besser sehen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wir sagen ja schlussendlich bei meinem Panikbericht, das Ding hier, das wird rot, wenn der VIX über 20 ist. Und jetzt guckt euch das nochmal jetzt kurz an. Ja, wenn ich jetzt einfach mal hier meine Linie bei 20 mache, wie viele Tage wir oberhalb der 20 waren. Ja, guckt euch das mal an. Ja, das war der Hammer. Das war der Hammer. Und deshalb konnte man ja hier, als wir hier in diesem Zeitpunkt war, open, von Anfang April, das ging bis zum Ende des Jahres, ging das ja durch, konnte man ja eigentlich richtig ordentlich Prämien kassieren. Ja, weil das war auf der einen Seite ein Aufwärtstrend, auf der anderen Seite hatten wir natürlich noch extrem hohe Prämien. Das war für uns als Verkäufer von Optionen. Wie gesagt, verkaufen, teuer verkaufen, günstig kaufen. Wohler hoch ist geil für uns als Verkäufer. Wenn die runtergeht, ist es geil für uns, wenn wir wieder zurückkaufen. Und das war hier der Fall. Und das waren halt Situationen, muss man sagen, waren wirklich mega. Und wenn wir jetzt hier nochmal andersrum, das jetzt mal anders aufzäumen. Wir sehen jetzt hier beim O4W-Best-Indikator hier ein rotes Open. Da sagen die Leute, guck mal, wie spät. Da ist die Wohler ja schon bei 26. Wenn der VIX schon bei 26 ist, da kaufe ich doch nichts mehr. Die Wahrscheinlichkeit ist doch groß, dass es runterfällt. Aus der Perspektive damals komplett nachvollziehbar. Warum? Weil hier
noch nicht lange her sind wir dauerhaft bei WIXes um die 12, 13 rumgetüngelt. Und da haben wir auf einmal sowas Hohes. Aber ich sage trotzdem, auch beim WIX, Sky is the limit. Vorher haben sie gesagt, alle von wegen über 60 geht er nicht. Wir haben gesehen, wo er hinging. Ja, und wenn man dann hier reingegangen ist, zu dem Zeitpunkt, mit einem Long Put, das heißt, ich kaufe eine Put-Option, ich kaufe eine Absicherung, wo alle Leute denken, oh, das ist jetzt teuer, weil der WIX hoch ist, weil wir wissen ja, WIX treibt den Preis der Option hoch. Nee, das hier, der hier aufgemacht hat, ja, und gesagt hat, pass mal auf, ich bleibe die ganze Zeit da drin, der hat natürlich hier richtig, richtig viel verdient. Und das andere, was man natürlich auch machen kann, und das kennt vielleicht auch der ein oder andere von euch, das sind zum Beispiel die Call-Optionen auf den WIX. Man kann den WIX ja auch direkt mit Optionen traden. Und dann kauft man sich eine Call-Option, Erwartung, WIX steigt. Dann haben wir eine gekaufte Call-Option, das ist ein Long-Call auf den WIX. Und der geht natürlich dann auch mega ab. Und wenn wir jetzt sagen, das ist doch jetzt alles anno Tobak, wir gehen jetzt mal zurück in dem Jetzt, ja, lass mal zurück in dem Jetzt gehen. Und dann sehen wir, immer wieder haben wir hier solche Ausschläge. Und jetzt hole ich mal Folgendes hinzu. Das ist ein Indikator, den habe ich ja auch hier. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Na, so viel. Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Hier haben wir ihn ja. Und da sieht man das ja für mich hier unten. Ne, da sieht man an meinem WIX Trader, wann es jetzt ein Zeitpunkt ist, wirklich Long Calls auf den WIX zu kaufen, ja, wo das hier unten einschlägt. Und das kann man hier natürlich dann auch immer schön nutzen. Und was wir jetzt hier sehen, ich mache mal gleich Chartbild zurücksetzen, eine Sekunde. So, was wir jetzt sehen, ist natürlich, wir sind wieder mit der Vola, sind wir hier ordentlich nach unten gegangen. Wir sehen ja auch hier 20 auf 15, unter 15. Und für das nächste Mal, ja, da würde man doch jetzt sagen, ich habe ja nie Hedging irgendwas, aber ich kann ja irgendwas machen, was mich jetzt vor dem extremen Rutsch nach unten irgendwie so ein bisschen schützt. Und das ist unabhängig davon, ob man jetzt 20k hat oder nicht, ist es doch logisch, dass man die Versicherung dann kauft, wenn man sie nicht braucht. Ja? Dann sagt jeder, wenn man sie nicht braucht, dann brauche ich sie auch nicht kaufen. Ja, irgendwie braucht man sie ja doch. Nämlich, wenn es jetzt beispielsweise wieder nach oben knallt, immer am besten kaufen, wenn wir Volatilitäten haben, die jetzt hier so sind. Na, hier war es ja auch schon fast hier an dem Dingste. Da war es wieder für mich ein Zeitpunkt hier, wo ich dann sage, hier gehe ich mit einer Absicherung rein. Hier ist es günstig zu kaufen. Ja, weil, wenn wir günstig kaufen, heißt das, die Vola ist niedrig. Und wenn die Vola steigt, dann machen wir logischerweise Profit. Dann machen wir sogar teilweise Profit, wenn das Underlying, also wenn der Titel oder der Index gegen uns läuft, trotzdem Profit machen, beziehungsweise wenig Verluste. Wenig Verluste für die 20k-Leute heißt dann, wenig von meinen 20k weg. Ja, und das muss man sich halt immer wieder verinnerlichen, dass das doch absolut Sinn macht, über das mal nachzudenken und alles, was ein größeres Konto oder mit einem größeren Konto tradet, sowieso. Ich habe es letztens auch im Club gesagt, einer der größten Hindernisse für mich war das Skalieren. Will damit sagen, mein Konto war groß, aber ich habe klein getradet, weil ich immer noch diese, ich sag's mal so, auch was wir in Deutschland ja auch in der Erziehung mitbekommen, ne? Risiko noch größer gucken, als es ist. Ne? Also bin ich total safe reingegangen. Ich habe es wirklich Ewigkeiten nicht geschafft, obwohl größeres Konto da ist, größer zu traden, immer die Angst, dass ich zu viel verliere. Und deshalb für mich ist die einzige Lösung gewesen, mich mit der Absicherung auseinanderzusetzen, wenn ich größer skaliere, dass ich auch abgesichert bin, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, und das ist natürlich auch für all jene, die keine Trading GmbH oder ähnliches haben, zu diversifizieren. Vielleicht mal gucken, gibt es nicht Trade-Strategien, die jetzt nicht korrelieren, beziehungsweise die vielleicht so korrelieren, dass man die auch als Hedge nehmen kann.
Ich nehme jetzt mal einfach so ein Beispiel. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe jetzt viele Titel getradet, ich möchte jetzt ein Hedge haben, dann kann man natürlich sagen, okay, dann nehme ich doch ein Hedge auf den Index. Ist möglich. Viele lassen aber Folgendes aus. Es geht natürlich auch andersrum. Viele traden den Index. Da gibt es ja immer wieder Bullput-Spreads auf den SPY, auf den QQQ, auf den IWM. Das sind ja all diese ETF-Indizes, die man gerne tradet, aber die meisten denken vielleicht nicht drüber nach, dass es vielleicht gar nicht mal so verkehrt ist, dagegen einen Trade zu machen mit einem Wert aus dem Index, der stark korreliert, der vielleicht von den Griechen, die Griechen sind ja die Sensitivitätskennzahlen, mit denen bauen wir doch die ganze Optionsmechanik auf, dass man das vielleicht nimmt. Und das sind doch wieder mal so Sachen, wo ich ganz ehrlich sage, ich quatsche jetzt nicht nur hier viel, ich quatsche auch mit vielen anderen viel. Und da kann ich nur eins sagen, für mich gibt es kein alternatives Produkt, kein alternatives Derivat, was so viel und so tief einblicken lässt, wo man, wenn man es kann, sich all diese Vorteile mitnimmt. Und das sind natürlich so Dinge, wo ich sage, perfekt. Und deshalb, nochmal den Bogen zu Beginn gespannt, will ich keinen Signaldienst. Ihr sollt lernen, wie man kocht. Also ich will am liebsten am Ende, ihr kocht ein Rezept, aber ihr braucht kein Kochbuch, keine festgefahrenen Rezepte, sondern ihr sollt mal gucken, von wegen nachschmecken. Muss da jetzt noch Salz rein? Ne? Und ihr sollt wissen, von wegen, sind das jetzt Nudeln, sind das Kartoffeln? Also erstmal diese ganzen Basics verstehen. Und wenn man das dann hat, dann kriegt man es hin. Und wenn wir jetzt nochmal hier zurückgehen. Und das ist eigentlich eine festgefahrene Strategie. Das ist die Brot- und Butter-Strategie. Und da haben wir gesagt, als erstes gucken wir uns den Markt an. Der Markt hier ist grün. Ja, hat hier eine grüne Kerze in dem Indikator, in dem OVW-Best-Indikator. Wir haben kein B, keine Backwardation. Wir gucken uns die Terminstrukturkurve an, ist alles fein. Das heißt, das Marktumfeld, das ist jetzt okay. Und jetzt kommt das Nächste. Jetzt muss ich mir anschauen, auf was trade ich jetzt meine Optionen. Und da mache ich immer zwei Unterschiede. Wie gesagt, wir versuchen es einfach zu halten. Ich mache entweder, eine Bull-Put-Spread-Strategie. Was ist Bull-Put-Spread? Ich verkaufe eine Put-Option. Und darunter kaufe ich eine Put-Option. Das Risiko liegt dazwischen. Der Hedge ist inkludiert, nämlich alles unterhalb dem Strike der gekauften Put-Option. Mir doch egal, da bin ich abgesichert. Und dafür kriege ich halt eine Prämie. Warum? Weil die verkaufte Put-Option näher am Geld ist und teurer ist. Und die günstige ist die gekaufte. Das heißt, ich mache einen sogenannten Credit Spread. Und das ist mega. Und das mache ich mit Werten über 100 Dollar. Warum über 100 Dollar? Weil ich gesagt habe, unter 100 Dollar kann ich nackte Optionen verkaufen. Ich muss noch eine gewisse Prämie verdienen. Ich sage es immer wieder, über 45 Tage ist für mich der Sweet Spot. Also ist eine gute Zeit für die Option, eine gute Laufzeit. Und ich gehe passiv vor. Das heißt, ich suche mir ein niedriges Delta, also weiter weg vom Geld. Das heißt, der Strike-Preis der gekauften Option soll schon einen Abstand haben. Ja, hier nehme ich ungefähr dann für die verkaufte Delta 10, 45 Tage. Wichtig, keine Earnings rein, keine Earnings. Earnings sind immer Risiko, egal ob gut oder schlechte Earnings. Earnings sind Risiko. Versuche ich die rauszulassen, wenn sie drin sind am Ende der Laufzeit. Und bei einer unter 100 Dollar sage ich, das brauche ich nicht mehr, weil die Absicherung ist jetzt nicht so notwendig, weil eine Aktie, die von die 1.000 Dollar kostet, die kann um 1.000 Dollar fallen. Eine, die um 100, die 100 Dollar kostet, kann um 100 Dollar fallen. Ja, das ist einfaches Risikomanagement. Deshalb sage ich, bei größeren Werten, also alles über 100 Dollar, Bull-Put-Spreads. Und alles unter 100 Dollar nehme ich die nackte Put. Das heißt, da lasse ich sozusagen meinen Hedge weg. Und das mache ich mit Werten querbeet. Und heute ist Dienstag. Dienstag haben wir immer Trades der Woche. Ja, das heißt, einmal die Woche gibt es im Club einen Trade der Woche. Warum einmal die Woche? Es wird auch noch an anderen Tagen getradet. Ja, es wird an anderen Tagen getradet. Aber der Dienstag ist deshalb fixiert, weil natürlich viele sind beruflich aktiv. Und dann wissen sie, Thorsten
haut am Dienstag immer den Trade der Woche raus. Und heute war der Trade der Woche, kann ich auch mal kurz zeigen. Wo sind wir denn? Hier. Das ist er nicht. Eine Sekunde, haben wir doch alles hier. Das war der Bull Put Spread auf Apple. Ja, den haben wir sozusagen aufgemacht mit jetzt längere Laufzeit. Die 22. Dezember, da gab es nicht mehr viel Geld. Wohler ist nicht hoch. Hier haben wir jetzt für 74 Dollar, hier falsch, 89 Dollar haben wir sogar verdient für den 74 Tage. Ja, da muss ich gleich noch korrigieren. Haben wir verdient und das geht halt dann wie folgt. Dann geht man hier rein, sucht sich Apple raus. Ja, das ist jetzt Paper Trading, oben hier simulierter Handel. Und dann kann man hier auch wöchentliche anzeigen. Wir haben jetzt aber den Januar gewählt. Gucken natürlich vorher, sind die Earnings drin? Earnings sind nicht mehr drin. Na, die Earnings waren ja jetzt erst bei Apple. Geht man rein und dann habe ich gesagt, hier, das war bei 160. Ich verkaufe die Put-Option und ich habe mit 20 Abstand gekauft. Mittleres übermitteln. Da können wir hier sehen. Hier sehen wir jetzt keine Margin. Das wird bei euch anders sein. Das ist jetzt hier im Paper Trading. Und dann hauen wir das sozusagen raus. Und schwuppdiwupp, es ist getan. Ausgeführt. Wir sehen, wir haben die verkaufte Put-Option 109 Dollar generiert. Die gekauft hat uns 31 Dollar gekostet. Schlussendlich bleiben uns Cash in the Tisch ungefähr 78 Dollar. Ja, und den Trade, den sieht man jetzt auch hier. Hier hatten wir mal übrigens ein Iron Condor aufgemacht. Also das sind halt Möglichkeiten, die man hat. Und die mache ich halt dann, wenn die Brot- und Butter-Strategie läuft. Ja, läuft heißt ja, wir haben diese Konstruktion, dass der Markt positiv gestimmt ist. Hier mit dem grünen Kerzchen in dem O4W-Best-Indikator, wenn die Volatilität in keiner Backwardation ist. Und wenn die Volatilität jetzt auch nicht am Tiefstpunkt ist, dann ist das schon etwas, was man halt dauerhaft so machen kann. Und das ist halt eine Sache von vielen Sachen, die man machen kann. So, jetzt gucke ich mal, ob da Fragen sind. Ich habe da so viel gequatscht. So, gucken wir uns das mal an. So, erstmal zu Ferry. Ferry, du kriegst ja hier schon fast eine Treue-Medaille. Du bist ja immer dabei, aber ich habe auch gehört, du hast gestern andere ordentliche Informationen bekommen. Ich wundere mich, wie man so viel fragen kann. Meine Empfehlung, komm in den Club, da können wir auch was machen. Schöne Grüße aus Wien. Ja, Wien war ich ja erst letztens. Ton und Bild großartig, danke dir. Gruß aus der Schweiz. Ach, Schweizer sind auch, da war ich schon lange nicht mehr. Bild von Thorsten nicht sichtbar. Ja, heute bin ich mal unsichtbar. Wie lange dauert normalerweise die Lernphase im Club? Kommt drauf an, wenn du so viele Fragen stellst, wie du es tust, wahrscheinlich nicht lange. Nimmt ihr auch die rote oben zum Signal zum Shorten? Ja, das habe ich ja eben gesagt. Ja, ich habe ja gesagt, wenn wir jetzt hier die rote Kerze haben, dann versuchen wir natürlich hier in Anführungszeichen den Hedge zu machen. In der Brot- und Butter-Strategie grundsätzlich auch schon mal formuliert, ich bin jetzt nicht der so große Freund, um bei Shorts mitzumachen, besonders nicht mit den Optionen, weil die Call-Optionen ja grundsätzlich bei den Aktienmärkten weniger prämiert werden als die Put-Optionen. Ist es besser, bei den Wohler-Optionen zu kaufen, statt sie zu verkaufen? Nee, bei niedrigen Wohler, ja klar, ist es nicht besser. Bei niedrigen Wohler sollte man, ja, kann man natürlich auch machen. Also wie gesagt, das ist immer eine Frage, wie man es macht. Man kann natürlich auch bei niedrigen Volatilitäten Optionen die ganze Zeit verkaufen. Fakt ist, wenn die Option, wenn der VIX niedrig ist, ich sage es mal so bei so 12, 13, da ist nicht mehr viel Bewegung nach unten. Ja? Das heißt, dass da noch viel nach unten gehen wird an Wohler, ist sehr unwahrscheinlich und spricht dann auch jetzt nicht mehr als allzu großes Risiko. Ja? Aber besser ist natürlich aus den eben erklärten Gründen, warum es besser ist. Sinnvoller ist, bei höheren Volatilitäten Optionen zu verkaufen. Ja, der VIX-Indikator ist dabei. Mit welchen Laufzeiten sollte man den VIX Long kaufen? Ja, wenn du das jetzt beispielsweise als Black Swan Hedge machst, das heißt, du hast eventuell die Angst, dass es wieder so weit kommt wie Corona, ne? Dann machst du das am besten so,
4 Monate Laufzeit, ja, 120 Tage, guck, was du für 30, 40 Dollar bekommst an Long Call und dann hast du schon etwas, was auf jeden Fall ausschlägt, wenn es mal zu einem Crash kommen sollte. Ja, welche Basiswerte sollte man wählen? Man kann alle Basiswerte wählen, alle, die sozusagen die Kriterien erfüllen. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele. Ne? Wir können auch in die Rohstoffmärkte gehen. Wir können eigentlich alles machen, was man will. Ich sage es immer so, dass es am Anfang vielleicht besser ist, mit Titeln zu hantieren, die man auch kennt, also wo man das Unternehmen auch kennt. Das ist nicht so verkehrt. Ich werde gerne zum Club kommen. Ja, ich warte heute Abend auf dich, Ferry. Ich habe eigentlich schon gestern mit dir gerechnet. Hallo, die Vola ist ja noch im unteren Bereich. Warum macht man hier keinen Debit Spread? Ja, was heißt, warum macht man hier keinen? Also wir machen natürlich auch Debit Spreads. Ja, das ist aber eine andere Strategie. Debit Spreads kann man immer machen, auch in anderen Bereichen. Natürlich, wir haben jetzt zum Beispiel bei Gold, ja, bei Gold, weil wir die in Anführungszeichen Gold-Rallye so ein bisschen analysiert hatten, beziehungsweise der Anstieg des Goldpreises. Und da wollten wir jetzt wir wollten auch nicht mit Credit Spreads rein. Wir wollten mehr an dem Kurseffekt, also an dem an der Bewegung vom Gold partizipieren. Und da sind wir mit einem Bull Call reingegangen. Der Bull Call ist ja auch ein Debit Spread, weil die Long Call des Bull Calls teurer ist als die Short Call. Die Short Call finanziert sozusagen nur den Bull Call, ist natürlich ein Debit Spread. Also da haben wir halt wirklich viele, viele Möglichkeiten. Das eine aber, wie gesagt, das schließt nie das andere aus. Ich bin kein Freund zu sagen, ich trade nur nicht direktional. Das heißt, ich versuche immer wenig von der Bewegung des Underlyings mitzunehmen. Das halte ich für falsch, wenn man sich komplett darauf verschießt, weil sobald man sich festigt auf eine Sache, lässt man eine andere aus und manchmal sind da so viele Signale zu erkennen, dass etwas stark nach oben geht, ja, dann mache ich das sozusagen nicht nur direkt mit Optionen, ja, das heißt, dass ich mir dann Optionen kaufe mit einem höheren Delta, wo ich stark partizipiere, sondern da gehe ich wahrscheinlich auch noch in manche Titel rein, die vielleicht auch ein bisschen gehebelt sind, ja, so zwei-, dreifach gehebelt, weil das kann man natürlich hier und da auch machen. Das sind natürlich solche Investitionen. Bei Gold haben wir es gezeigt mit dem Bull Call. Das war ein 70 Dollar Debit Spread auf Bull Call. Der hat in anderthalb Tagen hat er sich verdoppelt. Ja, und da kann man nur mal sagen, wenn man jetzt anstatt einen nimmt für 70 Dollar, sondern sagt, ich nehme jetzt 10 Stück, das sind 700 Dollar, dann hat man am nächsten Tag 1400 Dollar. Also von daher, die Möglichkeiten sind natürlich auch da und das ist auch das, was ich zum Beispiel am Ende des Tages gerne mache. Wenn ich jetzt hier auch Daytrading mache, viele kennen ja beispielsweise Zero DTE oder andere kurzfristige Trades, die jetzt nicht so lange Laufzeiten haben, dann ist es natürlich auch möglich, dass man sagt, hier, ich habe jetzt so und so viel Geld schon verdient. Ja, wenn man jetzt sagt, ich gehe jeden Tag um 3:45 mit einem Bull Pull Spread oder mit einem Iron Condor auf Zero DTE und den schließe ich in der Regel um 7, 8 Uhr, da kann man natürlich auch überlegen, ich nehme die Hälfte der verdienten Prämie und mache einen Debit Spread auf, ja, vielleicht für 100, 200 Dollar, wo ich sage, die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem groß, dass ich was gewinne, aber wenn ich was verliere, sind es nur 100, 200 Dollar, was ich ja schon längst über den Tag verdient habe. Dann ist man auf der einen Seite nicht traurig, weil am Ende des Tages ist man trotzdem der Gewinner. Und zweitens, man sagt auch noch, ich habe mir jetzt weitere Chancen genommen für beispielsweise die Power Hour, für die letzte Stunde. Und wenn ich da noch was verdient habe, dann ist es natürlich noch zufriedenstellender. So, noch eine Frage. Hier könnte beim VIX ein Widerstand kommen. Ist die Laufzeit von 73 Tagen dann nicht etwas lang für einen Bull Put Spread? Ich habe gar nicht vom Bull Put Spread gesprochen. Ich habe bei dem Long Call bei dem Long Call auf den VIX habe ich jetzt einfach von 120 Tagen gesprochen, wenn die Vola niedrig ist. Wenn die Vola niedrig ist, ja. Also das ist etwas, was man jetzt hier nicht vermischen darf. Ja, das eine und das andere. Ja, also das hat jetzt das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Okidoki. Wir haben uns auch übrigens darauf geeinigt, heute noch mit FXFlat gesprochen. Wir machen jetzt die zukünftigen, und das ist heute auch so, wir machen in der Regel so eine halbe bis eine Dreiviertelstunde, dass wir solche Märkte wie immer durchgehen, dass wir euch auf dem Laufenden halten und auch immer aufzeigen, was wir hier an der einen oder anderen Stelle auch machen. Ja, das ist halt wichtig, dass der Optionshandel ein bisschen mehr präsent wird.
Von meiner Seite ist es jetzt auch schon zu Ende, lieber Wolfgang. Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Hätte ja sein können, hatte sagst von wegen, ne, komm, hau doch mal einen raus. Nee, also alles gut, perfekt. Weißt du zufällig, wann das nächste Webinar stattfindet? Nächste Woche, oder? Ja, ich meine auch. Ja, ich meine, wir haben das wöchentlich geplant. Das ist jetzt auch wieder nächste Woche. Ja. Alles klar. Gut, dann Thorsten, vielen Dank. Natürlich auch vielen Dank an alle Zuhörer. Ich wünsche allen viel, viel Erfolg beim Trade mit Optionen und bei Fragen gerne auf uns zukommen. Thorsten, vielen Dank und schönen Abend wünsche ich allen. Dankeschön. Danke, Wolfgang. Danke euch und tschüss. Ciao.